Herr Stadler, das Wort. Und ich habe für diesen Bericht der Kollegin Katrin Gräß gestimmt, auch wenn ich anmerken möchte, dass es ein Musterfall der Widersprüchlichkeit der Politik dieses Hauses ist. Das Anliegen, das hier im Bericht zum Ausdruck kommt, ist vernünftig und der Vorredner hat es ja auch wortreich ausgeführt. Es ist berechtigt. Gleichzeitig steht es in eklatantem Widerspruch zum Beschluss des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember des Vorjahres, wo wir bei der Zustimmung zur Verordnung des Rates zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für Patente, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen gebildet werden, genau das Gegenteil beschlossen haben. Diese Verordnung, die damals beschlossen wurde, ist eine landwirtschaftliche Vernichtungsverordnung für Kleinbauern, die eigenes Saatgut und eigene Tierzucht betreiben. Und hier beschließt man heute sozusagen das Gegenteil davon. Der Bürger weiß, was er von diesem Parlament zu halten hat. Heute so, morgen anders, nichts ist erkennbar, keine politische Linie ist wirklich durchgängig sichtbar. Thank you very much, Mrs. Zaborska. Thank you, Mr. President. Danke, Herr Präsident. Tja, die Technologien, vor allen Dingen die Biotechnologie, da muss man ein Gleichgewicht finden. Das ist schwierig.